Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zur einem neuen Video über die PS5 bzw. das erste Beta-Video über die Beta-Software. Wir haben die Beta 2 bekommen und wie ich euch immer gesagt habe, wie bei der PS3 und bei der PS4 war, wenn die 2.0 kommt bzw. wenn die vollen Zahlen kommen, dann kriegen wir richtig fett geile Sachen. Und auch da hat Sony sich diesmal nicht lumpen lassen. Viele Verbesserungen mit bei, wo man sich aber eigentlich sagt, warum nicht gleich? Aber nichtsdestotrotz, wir haben viele gute Verbesserungen bekommen. Die will ich mit euch durchgehen. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Also ich muss ja ab und zu auf einen anderen Bildschirm gucken, dass ich da nichts vergesse. Und aber erstmal die wichtigste Neuerung, worauf ihr alle heiß seid. Speicher. Er ist jetzt erweiterbar, wir können jetzt einen SD-Speicher reinmachen, dann wird euch praktisch zwischen dem Konsolenspeicher, erweiterter USB-Speicher, dann noch ein Speicher angezeigt und wir haben dann den Menüpunkt jetzt dazu bekommen, Spiele und Apps für PS5 und dann kann man dann drauf drücken, können wir jetzt hier nicht und dann können wir dann sagen Konsolenspeicher oder erweiterten Speicher. Ich habe noch keinen, ich muss mir den erst kaufen, der kostet 400 Euro, das ist ein bisschen happig. Ich werde den wahrscheinlich bei Otto auf Raten holen oder so. Das habe ich nicht einfach mal so. Und den Kühlkörper brauche ich ja auch. Wenn alles klappt, gib mir 3, 4, 5 Tage. Und dann werde ich auch das passende Video mit dem USB-Speicher, mit dem SSD-Speicher machen können. So, dann hat sich noch mehr getan, noch viele coole Sachen. Vor allen Dingen, wir haben jetzt bei Audio, wir haben bei TV, wie ihr seht, ich bin bei TV, aber nur bei TV, bei Soundbar und AV funktioniert es nicht, haben wir die Möglichkeit, jetzt 3D-Audio zu aktivieren. Ihr könnt das auch abmessen, also anhand eines Testsignals, der über den Controller geht, auszumessen, wie sich 3D anhört. Also das Mikrofon wird benutzt und der Fernseher schickt dann halt einen Testton. Ich zeige euch das mal. Und da wird dann halt auch erklärt, und dass man ihn hochhalten soll. Ach, ja, Entschuldigung. Ich habe vergessen, meinen Controller, das Mikrofon anzumachen. Und jetzt hat er das ausgemessen und das könnten wir dann mit dem Punkt hier sagen, benutzen das oder benutzen das. Ich benutze natürlich nicht. Ich benutze erstmal die Standardeinstellung, weil ich habe das ja eingestellt für hier, für meinen PC und nicht, wenn ich am Fernseher sitze. Obwohl, müsste ja dann eigentlich auch funktionieren. Lautsprecher hier sind ja auch an. Ja, wenn wir mal testen dann, wie das aussieht. So, dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach, genau, wir kommen jetzt zum Hauptbildschirm. Wenn ihr jetzt schon seht hier, hier hat sich was getan. Ich habe zweimal das gleiche Spiel hier vorne drauf. Und zwar einmal die PS5-Version und einmal die PS4-Version. Wir haben jetzt die Möglichkeit, also es gibt jetzt die Möglichkeit und es wird so sein, dass wir die Spiele separat angezeigt bekommen, also PS4 und PS5 Version. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir die richtige Version spielen können, bei PS4 haben wir einen schönen Schwarz mit weißer Schrift, bei PS5 halt leider weiß mit schwarzer Schrift. Ich kann das aber jetzt mal gleich mal den Download abbrechen, den brauche ich nicht, ich wollte es euch nur zeigen. So. Ich habe ja die PS5-Version. Und noch was ist neu. Wartet mal, ich muss erst mal gucken, Homebildschirm, war da noch was? Genau, mit den verschiedenen Icons habe ich euch auch gezeigt. So, dann kommen wir zur Bibliothek. In der Bibliothek hat sich ja letztens schon einiges geändert.
Das habe ich euch ja gesagt, dass wir jetzt den installierte gleich vorne haben und nicht die scheiß Sammlung, was ich sehr, sehr positiv finde. Im Gegensatz zu erst Sammlung, weil mich interessiert die scheiß Sammlung nicht, nur wenn ich was runterladen will. Und wenn ich aber jetzt ein Spiel suche, was jetzt nicht vorne im Hauptbereich ist, möchte ich einfach in meine installierten Spiele das Spiel raussuchen und spielen. Das hat sich einmal geändert, das greifen sie nochmal auf, obwohl das halt im letzten Jahr schon mit bei war, oder vorletzten Update. Bei PS5-Spielen haben wir jetzt hier natürlich auch das PS5-Logo. Ja, bei PS4-Spielen PS4. Das hat sich geändert. Hoppala. So. Aber nicht nur das, wir haben jetzt, und das finde ich, also das finde ich wirklich eine richtig gute Verbesserung. Bei deiner Sammlung haben wir ja unsere Spiele drin. Und da wird jetzt hier, Sniper Elite ist jetzt ein PS4-Spiel, das ist ein PS4-Spiel, gib mir mal nur ein PS5-Spiel. Ich habe kein reines PS5-Spiel. Ja, wenn es nur ein PS5-Spiel ist, dann haben wir nur das PS5-Logo. Aber wir haben jetzt zum Beispiel hier vorne PS5 und PS4, PS5 und PS4, PS5 und PS4, nur PS4. Wenn wir nur PS4 oder nur PS5 starten, kommen wir zu diesem Bildschirm. Den kennt ihr ja schon. Oben das Bild, dann haben wir jetzt das Logo, Sniper Elite und halt PlayStation Plus und wo der Speicher ist, also wo es sich befindet. Und wir können sofort spielen. Und Trophäen, also das kennt ihr ja. Ist jetzt bei Fortnite ein bisschen anders. Wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei Sachen. Wobei die eine Sache hier, spielbar auf PS4, wird nicht mehr unterstützt. Also das war nur am Anfang, wo die PS5 da war, dass wir die PS4-Version spielen konnten. Das ging dann mit dem, wo die Season zu Ende war, oder mit dem zweiten, dritten Update, ging es dann nicht mehr. Da kommt dann halt das, wir sollen zur spielbaren Version wechseln. Und wenn wir hier beim neuesten jetzt zum Beispiel sind, hier haben wir auch zwei, haben wir einmal das Bild, dann unten steht PS5, danach der Name installiert, weil es installiert ist, und oben PlayStation Plus Logo, weil es ein PlayStation Plus Spiel ist. Dann haben wir hier, ganz normal, so wie eben auch, aber mit einem PS4 Logo, und oben nochmal den Download-Button, weil wir es noch nicht gedownloadet haben. Wir können es dann halt hier reingehen und kommen dann sofort in die PS4-Version, können uns die runterladen oder kommen hier zur PS5-Version, können spielen. Finde ich saugeil. Und das ist wirklich richtig geil. So. Dann kommen wir mal zur Gamebase. In der Gamebase hat sich nämlich auch einiges geändert. Aber wobei ich ehrlich sagen muss, das, was sich da jetzt geändert hat, erschließt sich jetzt nicht direkt meinen Kenntnissen, ob das wirklich jetzt schon geändert wurde. Weil ich bin der Meinung, das war vorher schon. Wir haben in der Gamebase ja hier Partys und hier Freunde. Ja, und bei Partys kürzlich sind auch Nachrichten drin. Also, das sagen sie hier, steht hier, das ist neu. Also, Gamebase-Startmenü im Control Center ist jetzt Text-Chat von Partys zugreifen und Nachrichten senden. Also, wir können jetzt hier Nachrichten senden. Irgendwie, also keine Ahnung, also das soll wohl neu sein. Erschließt sich jetzt nicht wirklich meiner Erkenntnis, dass das jetzt neu ist. Dass hier Nachrichten stehen und dass man hier irgendwie Nachrichten machen kann. Party verlassen. Ja, wir können jetzt hier, wenn wir hier Partys haben, die wir selber gemacht haben. Also eigentlich soll hier auch löschen stehen. Da kommen wir später noch dazu, aber das habe ich noch nicht gefunden. Ja, das soll jetzt wohl so sein. Naja.
Gamebase. So, jetzt sind wir mal in der Gamebase direkt drin. Also in der großen Gamebase. Und hier sollen wir jetzt irgendwo, sollte jetzt hier auch löschen sein. Also wenn wir Besitzer einer Party sind, sollten wir die löschen können. Ich habe den Punkt noch nicht gefunden. Ich habe extra eine Party erstellt und getestet. Es funktioniert nicht. Also keine Ahnung. Also ob, das ist wie bei der PS4. Da geht's. Hier geht's irgendwie nicht. Keine Ahnung. Und wir sehen, also das soll auch neu sehen, dass wir sehen, wie viele Leute in der Party und wie viele Leute online sind, beziehungsweise beschäftigt, wenn sie einen roten Bannerpunkt haben. Und es soll wohl auch gehen, dass wir Leute sehen, online auf PS5, hier zum Beispiel der Chris ist online, aber hat, nee, der hat einen grünen Punkt. Also es soll auch sein, dass wir Leute sehen, dass wenn sie online sind und der Punkt ist nicht da, dass er halt nicht als online angezeigt werden soll. Also keine Ahnung, also gerade deswegen macht man ja auf privat, glaube ich eher weniger. Ich habe jetzt auch keinen hier, den ich jetzt auf privat sehen könnte, also keine Ahnung. Also kann ich euch nicht sagen, also das soll neu sein. Ja, ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht neu. Also ich glaube, die Nummern standen schon vorher da, wie viele Leute. Aber okay, wenn Sony sagt, das ist neu, dann ist es neu. Und vor allen Dingen mit dem Textchat, das habe ich auch noch nicht verstanden. Im Control Center jetzt auf Textchat von Partys zugreifen. Ja, das ist... Das Control Center ist praktisch dieses Menü hier. Wenn wir im Gamebase sind, dieses Menü ist das Control Center. Aber okay, naja, die sagen, das geht, naja. Eigentümer einer Party, kannst die Party jetzt löschen. Also da sollte Party, also Vierecke Klammer auf, Party löschen, Vierecke Klammer zu, steht hier im Menü. Genau, und dann könnten wir nämlich auch mehr auswählen, das wollte ich euch nämlich zeigen. Wenn wir alle Partys anzeigen, wenn wir der Besitzer einer Party sind und da andere mit bei sind, ich habe hier leider nichts mehr. So. So, Party verlassen. Und nehmen wir mal an, wir haben hier löschen. Dann werden wir hier löschen. Dann können wir löschen und dann würde mehr kommen. Und dann könnte man auch sagen, dass man den, mit dem man in der Party ist, dass man den löschen möchte oder blockieren möchte. Das sollte auch gehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich diesen Punkt löschen nicht gefunden habe. Ich habe schon Partys erstellt und irgendwelche Leute drin geholt. Und es klappt einfach nicht. Also ich kann es euch nicht verraten, es klappt einfach nicht. Du kannst eine Registerkarte Freunde sehen, wie viele deiner Freunde online sind. Also ich bin der Meinung, das war vorher schon. Beschäftigt oder offline sind. Also das habe ich auch nicht rausgefunden. Also wie gesagt, in der Registerkarte Freunde, da sollen wir jetzt sehen können, alle Anzeigen, wie viel online, wie viel offline. Also ich sehe nur die mit dem grünen Punkt, die online sind. Also wir sehen hier oben, 68 online, hier offline 514, ja das, aber ich glaube, das stand schon vorher da, beschäftigt einmal, das ist doch, beschäftigt einmal hier, okay, dann wird es doch angezeigt, gut, okay, irgendwie, es wird doch angezeigt, Gott sei Dank ist jemand jetzt beschäftigt, aber offline heißt ja offline. Also ich denke mal nicht, dass man dann Leute sieht, die sich nur als offline kennzeichnen lassen. Mehrere Freundesanfragen gleichzeitig annehmen können wir und löschen. Das hatte ich euch ja auch schon gesagt, dass wenn ihr Freundesanfragen habt, die könnt ihr jetzt mehrere annehmen oder mehrere löschen. Das haben sie jetzt noch dazu gemacht. So, dann haben wir bei Trophäen hat sich einiges getan. Ich gehe mal kurz bei Sackboy rein. Und gehen wir über den Weg auf Trophäen. So, wir haben nämlich jetzt wieder oben nach unten und nicht nur das. Auf der rechten Seite könnt ihr jetzt wirklich genau sehen, was wir für die Trophäe machen müsst. Also bei denen, wo angezeigt wird, ja. Und wir haben noch einen Punkt dazu bekommen. Also mal gucken, ich habe da hier ein paar markiert. Hier. Wir können jetzt Trophäen nachvollziehen, nachverfolgen.
So, bis zu 5 Stück gehen gleichzeitig. So, und dann geht ihr einfach auf die Trophäe rauf mit X und sagt einfach nachverfolgen. So. Und wenn ihr dann im Spiel seid, ich gehe jetzt mal hier rüber, geht schneller. So. Ist uns jetzt aber gerade egal. Haben wir hier zum Beispiel, da seht ihr 5 Trophäen, die ich nachverfolge. Da gehen wir jetzt rauf. Und wir können jetzt einen Trophäen-Tracker verwenden. Ja, hier sind die Trophäen. Wir können die auch einzeln wieder ausblenden oder so. Und wenn wir den Trophäen-Tracker jetzt anmachen, da wird uns gefragt, ja, wollen wir denn noch was anderes? Und wir können ja jetzt, also ich denke mal, das wird so sein, dass die dann nachrutschen, dass uns nur 5 angezeigt werden und die dann nachrutschen, das kann gut sein, aber 5 werden nur angezeigt oder sind halt momentan nur nachverfolgbar. Und wenn wir dann jetzt, können wir alle entfernen oder sagen, okay. Und dann haben wir hier noch anheften an die Seite, da können wir uns aussuchen, an welche Seite das angeheftet wird. Und wir können dann ganz normal spielen. Ich werde aber mal schnell hier irgendwelche Musik kommt, die Content-ID-mäßig ist. So. Und wenn wir zweimal die PlayStation-Taste drücken, kommen wir wieder zu Einstellungen, können das wieder verlassen und können rausgehen. Ich lasse das Spiel mal kurzzeitig an. Dann kann ich euch nachher noch was zeigen. Dafür machen wir mal ein bisschen was. Wir müssen uns da kurzzeitig ein bisschen bewegen. So. So. Ich drücke jetzt einfach mal. Ach Quatsch, falsche Taste. Ich drücke jetzt die Create-Taste. Und das kennt ihr ja schon. Ja, dann könnt ihr jetzt praktisch hier eine Aufzeichnung starten, wenn ihr jetzt einfach was aufnehmen wollt. Einen Screenshot machen, Übertragung, also live gehen und Aufnahmeeinstellung gehen. Und hier bei den letzten Spieleinheiten haben wir jetzt vollständig einen Videoclip aufnehmen. Also die 3 Minuten, die wir jetzt schon drin sind, die im Hintergrund ja, also bis 60 Minuten werden im Hintergrund immer aufgenommen. Und Kurzclip haben wir jetzt nämlich die Möglichkeit, nicht nur 15 Sekunden, 30 Sekunden, wir haben auch letzte Minute, letzte 3 Minuten. Und da werden wahrscheinlich noch mehr dazu kommen. Sony hat da nämlich mehr reingepackt. Ich weiß aber nicht, wie viel, und ich will das auch nicht die ganze Zeit hier laufen lassen, ehrlich gesagt. Macht einfach nur unnötig den Speicher voll. So, dann gehen wir mal zum Control Center. So, kommt beim ersten Öffnen, kommt denn hier eigentlich eine Nachricht für euch, dass ihr seht, was neu ist. Und zwar ist neu, dass angeblich hier eine Zahl steht. Aber egal. Wir können das jetzt bearbeiten, so wie früher auch, aber nicht nur hin und her schieben. Also nur sagen, das einblenden, das ausblenden, also mit einem Haken, mit einem Knopf. Wir können die Sachen jetzt alle ein- und ausblenden. Auch Profil. Ne, Profil geht nicht, geht nur von der Seite. Das ist auch eine Seite. So. Aber alle anderen Sachen können wir zum Beispiel im Netzwerk. Können wir ausblenden. Download, ausblenden. Wenn wir wieder haben wollen, einfach nach oben drücken. Netzwerk. Und wie ihr seht, ihr könnt jetzt auch zum Beispiel, wenn ihr sagt, Profil will ich ganz vorne haben. Weil ich immer in meinem Profil gucken will oder was weiß ich. Aber ich fand das da hinten eigentlich ganz okay. Ja, und die Tonmikrofon. Also könnt ihr jetzt alles euch praktisch so zusammenstellen, das Control Center, so wie ihr das haben möchtet. Da seid ihr jetzt komplett frei. Einige Sachen gehen nicht nach unten zu verschieben, also dass man sie nicht sieht. Einige Sachen schon, aber alle gehen von links nach rechts und ihr könnt das anordnen, wie ihr Bock habt und lustig seid. Ja, dann den Screenreader, den kennen vielleicht einige nicht. Da müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Es wird jetzt sehr belastend, ich warne euch vor. Der ist ein bisschen nervig, der Screenreader, aber ich habe euch vorgewarnt. Aber ich muss den jetzt aktivieren, um euch was zeigen zu können. Screen. So, wir gehen mal schnell ins Beta 2.0. Weniger. Einstellungen.
Kreuztaste. Zum Auswählen Kreuztaste drücken. 4 von 5. Ihr habt gehört, was er vorgelesen hat? Er hat praktisch das vorgelesen, was wir gerade sehen. Taste. Zum Auswählen Kreuztaste drücken. 3 von 5. So. Einstellungen. Taste. Zum Auswählen Kreuztaste drücken. 4 von 5. Wenn wir jetzt gleichzeitig die PlayStation-Taste, also ihr habt ja gehört, Beta hat er jetzt nicht nochmal vorgelesen. Einstellungen. Beta 2.0. Ja, Beta hat er, sagt er nur beim ersten Mal, danach liest er Beta nicht mehr vor. 4 von 5. Also Beta liest er nur am Anfang vor, wenn wir ins Menü gehen, danach nicht mehr. Aber wir können jetzt sagen zum Beispiel. Beta 2.0. Einstellungen. Wenn ihr dann die PlayStation-Tasten R1 drückt, dann 4 von 5. Macht ihr alles nochmal von vorne. Also alles, was er vorgelesen hat, liest er nochmal von vorne vor. Beta 2.0. Und ihr könnt den PlayStation-Taste und Dreieck drücken. Dann macht er Stopp. Wenn ihr nochmal PlayStation-Taste und Dreieck drückt. Taste. Zum Auswählen Kreuztaste drücken. Quatsch da weiter. Aber jetzt machen wir das Ding mal aus. Der ist sehr nervig. Der Screen wieder. So, dann haben wir noch neu dazu gekriegt. Im Profil. Eine neue Auszeichnung, die man Spielern, mit denen man spielt hat, geben kann. Aber nur für Spieler, die mit denen man nicht befreundet ist. Und zwar Spielführer. Was ist eine Auszeichnung? So funktioniert. Du kannst pro Wettkampf eine Auszeichnung verleihen. Du kannst Auszeichnungen nur an Spieler verleihen, die nicht deine Freunde sind. Also, du kannst einem Spieler innerhalb von 12 Stunden nur eine Auszeichnung geben. Ja. Also, aber es geht halt nur bei Nicht-Freunden. Ich habe sowas noch nie gemacht, ich muss das mal gucken. Ich habe noch nicht mit Nicht-Freunden PlayStation gespielt. Entschuldigung. So. Dann haben wir jetzt neu gekriegt im PlayStation Now. Ihr könnt im PlayStation Now, also das kann ich euch leider nicht zeigen, oder? Kann ich das zeigen? Müsste vielleicht hier oben drin sein. Zahlart, bedienen, über PlayStation Now, Nutzungsbedingungen. Hier, Bandbreitentest, da haben wir doch. Wir haben jetzt einen Bandbreitentest drin. So, da können wir jetzt die Bandbreite testen, um zu gucken, ist PlayStation Now was für uns, bevor wir es abschließen oder nicht. Oder wenn wir es schon haben, wie ist unsere Bandbreite momentan für Streams? Ist möglich, also sind wir gut mit bei. Und ihr könnt, jetzt bin ich bei Durchsuchen. Ich weiß aber nicht, ob ich das zeigen kann. Ich werde es mal versuchen. Nee. Kann ich nicht zeigen. Ich bin ja kein PlayStation Plus PlayStation Now Besitzer mehr. Also ihr habt jetzt Version, Produkt, Version. Keine Ahnung. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr PlayStation Now besitzt, ich ja nicht, also ich kann es euch leider nicht zeigen, dann könnt ihr jetzt die maximale Stream-Auflösung wählen. Um Performance von den Spielen besser zu optimieren, sagt Sony. Ich kann es euch leider nicht zeigen, ich habe kein PlayStation Now. Und ob Spiele von PlayStation Now in Kürze entfernt werden, ist jetzt auch sichtbar im Spiele-Hub. Und zwar aktuelles, denke ich mal, im Spiele-Hub. Kürzlich zu PlayStation Now. Also hier soll, ich habe keine Ahnung, im Spiele-Hub. Also hier solltet wohl jetzt zu sehen sein, welche Spiele demnächst PlayStation Now verlassen. Vielleicht sehe ich es nur nicht, weil ich PlayStation Now nicht habe. So. Dann gehen wir mal raus. Dann
müssen wir nochmal zu den Einstellungen gehen. Da hat sich nämlich auch, also noch Punkte dazugekommen. Und zwar, wir gehen erstmal ganz unten bei Aufzeichnung rein. Hier haben wir nämlich den Punkt Herausforderung neu bekommen. Vorher war ja nur Trophäen. Automatisch Screenshot machen, alle Trophäen. Videos nur bei Platin 15 Sekunden oder 30 auf 15. Jetzt haben wir noch den Punkt Herausforderung, den könnten wir anschalten. Dann werden automatisch Videos gemacht, wenn ihr eine Herausforderung, so wie mit dem schnellen Lauf eben bei Sackboy, gewonnen habt oder besser geworden seid oder so, dann werden da automatisch Videos gemacht. Habe ich bei mir ehrlich gesagt aus. Dann habt ihr noch neu hier Creator über die Kurzbefehl für die Creator-Taste. Mensch, jetzt bin ich aber auch. Da geht er rauf. Also wie gesagt, das ist hier unten bei Aufnahme. Und dann hier Kurzbefehl für Creator-Taste. Da könnt ihr dann ja hier eigentlich sagen, 30 Sekunden lang, also hier, und vor allen Dingen hier, wie die Tasten belegt sein soll. Also lange gedrückt halten für einen Screenshot oder was weiß ich. Dann könnt ihr sagen, hier Länge des Videoclips mit dem letzten Spielhandlungen. Ach, siehst du, jetzt können wir, hier sehen wir so, ja. Das ist neu. Also es geht bis zu einer Stunde. 15 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, 3 Minuten, 5, 15, 30, eine Stunde. Siehst du, wissen wir das jetzt endlich. Ist doch cool. Also da könnt ihr das jetzt auch so einstellen, wenn es schnell gehen muss. Und ihr könnt den Screenshot verbergen. Das heißt, also wenn an ist, so sieht es aus, wenn ein Screenshot gemacht wird, dann kommt oben rechts das Symbol. Und wenn wir das ausschalten, kommt da kein Symbol. Aber wir lassen das natürlich an. Ich möchte es gerne anlassen. Das ist meine Entscheidung. Also mir fällt das besser so. Achso, dann haben wir noch was bei Ton, was ich euch nicht zeigen kann. Die Audio waren wir schon. Ja, Mikrofon, genau. Gibt es noch einen Punkt? Wenn ihr ein Headset stumm schaltet, wird das hier angezeigt. Aber ich weiß nicht, hier steht nur Headset drin. Also am Controller anschließt oder allgemein stand nicht da, also stand nur Headset anschließt, wird stumm geschaltet. Also, und wenn ihr das stumm schaltet, kriegt ihr eine Anzeige. Ich habe es mit meinem PS4-Headset versucht. Also mit diesem kleinen Ansteckmikrofon. Das funktioniert nicht. Also da kriege ich hier keine Anzeige, dass das Mikrofon stumm geschalten ist. Also ich habe jetzt mal am Controller stumm geschalten. Ja, also das, keine Ahnung, das kann ich euch nicht zeigen. Also da bin ich ein bisschen, muss ich mal gucken, vielleicht ein anderes Headset benutzen oder so. Das kann ich euch halt, wie gesagt, nicht zeigen. Dann im Control Center werden hier Vorschläge angezeigt, wenn Leute Spiele spielen. Spielegruppe hier zum Beispiel, Plants vs. Zombies. Das soll einerseits jetzt schneller funktionieren, andererseits soll das auch mit PlayStation Now funktionieren. Das heißt, euer bester Freund spielt im PlayStation Now Horizon Zero Dawn, was vorher nicht angezeigt wurde, weil es PlayStation Now ist. Jetzt wird es angezeigt, dass er Horizon Zero Dawn gespielt hat. Ob ein PlayStation Now Symbol mit dazu ist oder so, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Hier, Vorschläge werden jetzt auch angezeigt, wenn Freunde ein gestreamtes Spiel in PlayStation Now spielen. Aber das kann ich euch leider nicht zeigen. Dann haben wir noch was hier oben bei der Privateinstellung, und zwar bei der Familienverwaltung. Da haben wir jetzt das gleiche wie bei der PS4, was ich bei der PS4 gesagt habe, was da neu dazu gekommen ist. Das kann ich euch jetzt aber leider auch nicht zeigen, ich kann es euch nur erklären. Und zwar, wenn Kinder jetzt Spiele spielen wollen, die entweder gesperrt sind für sie, oder manchmal habe ich das auch schon so gehabt bei meiner Tochter zum Beispiel, die ist ja bis 14 freigegeben, dass manche Spiele ab 12 komischerweise trotzdem nicht freigegeben wurden für sie. Ob das da mit der Freigabe nicht richtig hinhaut oder ob das Spiel nicht richtig überprüft wurde oder so, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kann sie mir dann eine Anfrage stellen. Kommen wir gleich dazu. So, genau. Und das geht für Spiele und Kommunikationsfunktion, also mit anderen zusammenspielen. Ist eine Kommunikationsfunktion. Beziehungsweise Chat
in Fortnite zum Beispiel, wenn man zusammen sabbeln will und so. Da kann das Kind euch jetzt eine Mitteilung schicken. Also geht auf das dementsprechende Spiel und sagt, das möchte ich spielen. Und das sagt nein. Mitteilung an Familienverwalter, ja. Und genauso mit Kommunikation. Ich möchte ja den Chat benutzen. Mitteilung senden, ja. Und dann kriegt ihr eine Nachricht auf die PlayStation 5 bzw. auf eure App. Und dort könnt ihr dann bestätigen, ja, mein Kind darf das Spiel spielen, aber ein Chat, nein. Oder beides ja, oder Chat kann sie benutzen, Spiel nein. Oder keine Ahnung. Und dann bekommt das Kind natürlich auch eine Nachricht, hey, der Familienoberhaupt vom Profiloberhaupt, Profil? Familienverwaltung, ja, das ist, wie heißt denn das, hat einen Punkt, keine Ahnung, Familienoberhaupt, Verwaltungsoberhaupt, keine Ahnung, hat gesagt nein oder hat gesagt ja oder hat nur eins nein, eins ja gesagt und dass das Kind dann auch Bescheid weiß. Dann haben wir bei, gehen wir hier mal wieder raus, dann haben wir in der Mediengalerie, so, und zwar Speicher, Mediengalerie und haben wir jetzt hier unsere Bilder. Ich habe nämlich alles abgeschrieben, ja, was bei der PlayStation Software dazu gekommen ist. Aha. So, und dann nehmen wir uns einfach mal ein Bild. Und wir haben jetzt hier über die Create-Funktion. So, hier. Bearbeiten. So, wir können das jetzt. So, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Hier. Oder halt im Create-Menü geht halt auch. Da haben wir jetzt hier, ich schreibe mal so GGGG. Format. Schriftarten. Da haben sie jetzt mehr Schriftarten hinzugefügt, wohl. Linksbündig. Mehr Schriftart. Ausrichtung. So. So. Und im Create-Menü, also wenn wir jetzt über die Create-Taste drücken, Mensch, wenn wir jetzt hier, achso, da muss ich wieder reingehen, Moment, wir gehen mal wieder in Sackboy rein. Da haben sie jetzt noch dazugefügt, dass jetzt die Aufzeichnung, ich gehe mal ins Create-Menü, so, aufzeichnen. So, jetzt seht ihr da oben, die Zeit, die läuft bis zu 3 Sekunden, also wenn die dritte Sekunde anbricht, dann geht sie weg. Und bleibt dann weg. Man kann sie sich auch irgendwie wiederholen. Aber wir können jetzt mal abbrechen. So. Ist ja auch nervig, wenn da die ganze Zeit oben irgendeine Zeit immer abläuft. Für Speichern gibt es jetzt weitere Videolängen. Das hatten wir ja auch schon durchgekaut. Hatte ich euch ja gesagt, dass. Dass wir hier jetzt halt andere Videolängen auch zur Verfügung haben. Das hatten wir ja bei Einstellungen auch schon gesehen. So, dann mit dem Screenshot, mit der Speicherbestätigung, das habe ich euch ja auch gesagt. Ah, das ist auch noch, genau, das war auch noch ganz wichtig. Einstellungen, Benutzer und Konten. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander, ich habe hier ein bisschen viel aufgeschrieben. Konto und Mitteilungen. So, da können wir jetzt auswählen, ob wir benachrichtigt werden möchten. Ja, also, warum steht hier mein echter Name? Na egal. E-Mail-Benachrichtigung oder Mitteilung auf Konsole empfangen. Ich mache mal Mitteilung auf Konsole empfangen. Und dann kriegen wir Mitteilung auf die Konsole für Sonderangebote, Aktionen, irgendwelche Rabatte. Da müssen wir mal gucken. Aber wenn das belästigend ist, kann man das ja mal noch wegmachen. So, und dann haben wir noch, warte mal, wo haben wir hier Mitteilung? Mitteilung unten weiter. Ach, Mitteilung, da haben wir es. Bei Mitteilung hat sich jetzt auch einiges geändert. Wenn wir Pop-Up-Mitteilung zulassen haben, so wie ich mit diesem kleinen, also ohne, also, allgemein, dass Mitteilungen angezeigt werden, ja. Wir können auch den Ton jetzt abschalten. Für die Mitteilung. Dann kommt keine
kein Ton mehr, wenn die Mitteilung oben aufploppt. Finde ich doof. Ich würde, also die ist nur kurz da. Das würde ich schon gerne beibehalten wollen, ohne das wegzunehmen. Und wenn wir jetzt einen Videoclip erhalten in der Nachricht, wird dann oben in diesem Fenster, in diesem Mitteilungsfenster, wird ein kleines Video wohl angezeigt. Ich habe es noch nicht getestet. Und den Ton ausmachen, das hatte ich euch gesagt. Wenn du dich bei der PS5 einloggst. Ach, das meinen sie, okay. Wenn du dich bei der PS5 einloggst und bei Zubehör ein Mikrofon verbunden ist, Stummschaltungsstatus vom Mikrofon angezeigt ist. So, das werden wir mal testen. So, Mikrofon ist an, obwohl es eigentlich nicht an ist. Und wenn wir das jetzt, ich nehme das mal raus, das Headset. So, und mache mein Mikrofon stumm am Controller jetzt direkt. Ausloggen. Ach Quatsch. Naja, ich wollte mich. Egal. Und wir loggen uns wieder ein. Da kriegen wir das Stummschaltungssymbol von da oben angezeigt. Dann haben sie das Herstellen, Trennen und Einrichten einer Internetverbindung vereinfacht. Wenn du dein 3D-Audio-Profil für Kopfhörer anpasst, kannst du den Testton jetzt nach links oder rechts bewegen, um den 3D-Audio optimal zu konfigurieren. Ja, also ich habe kein 3D, also ich kann es nicht nachvollziehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, diese Änderung. Wir haben die Audioqualität bei aktivem 3D-Audio für Kopfhörer in einigen Spielen verbessert. Also, das soll verbessert worden sein. Wenn du ein Puls 3D Wireless Headset hast, steht dir nun im Control Center unter Ton, das kann ich euch auch nicht anzeigen, ein Audio-Equalizer zur Verfügung. Mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten. Wenn du jemanden blockierst, hast du jetzt die Möglichkeit auch die Party, in der nur du und die Person sind, direkt zu verlassen. Die Einbindung von Audio und Mikrofon in das eingeblendete Audio von einem Mikrofon und Audio in der Party. In der Übertragung kannst du jetzt steuern. Also wenn ich jetzt live übertragen würde, habe ich da jetzt einen Menüpunkt. Audio für Spiel und Audio für Party. Und da könnte ich dann die Party dann lauter oder leiser machen. Um halt im Spiel jetzt nicht direkt in eine Party reinzugehen oder einfach nur den Button drücken. Und dann kann man die Stream-Einstellung, also diese Create Center aufrufen. Und dann hat man da zwei Regler und kann dann halt jetzt direkt da einstellen und genauer und schneller. Ach, das habe ich ganz vergessen. Die Gerätesoftware kannst du jetzt für den Wireless-Controller kann man jetzt separat machen. Das war bei Zubehör, glaube ich. Zubehör, Controller, genau. Und vorher stand ja hier, dieser Gerätesoftware-Dings war ja gar nicht da. Das stand unten drunter, stand dann, welche Software da ist. Oder Gerätesoftware war schon da. Aber, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der da war. Keine Ahnung, da müsst ihr mir mal helfen. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ob das vorher schon da war. Also da war es schon, denke ich, aber man konnte es nicht anklicken. Und unten drunter stand dann praktisch die Softwareversion, also praktisch da, wo jetzt ein Stück frei ist, von dem Wireless-Controller. Das war, glaube ich, bei der letzten Version 0262. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Und mit der Beta 2 haben wir jetzt die 0282 bekommen. Ist auf dem neuesten Stand. Und wir können jetzt hier den Controller direkt updaten. Natürlich müssen wir den Controller dann mit einem USB an die PlayStation anschließen, ist klar. Aber wir haben die Möglichkeit, das jetzt endlich einzustellen. Das ist ja auch schon mal was. So, das nach fast einer Stunde sollte das jetzt aber auch gewesen sein. Wie gesagt, die Software ist wirklich, wirklich, wirklich gut bis jetzt. Und viel drin, viel vereinfacht. Leider sind aber auch viele Punkte mit bei. Ich bin Fanboy. Ich bin absoluter Sony-Fanboy. Also, und ich kritisiere Sony nicht gerne. Also, doch, gerne. Also,
Nicht gerne, aber wenn es sein muss, muss es sein. Und ich sage mir, einige Punkte hätten schon vorher da sein müssen. Genau wie mit dem Logo PS5, PS4. Oder wenigstens, dass es so wie vorher wenigstens dasteht, PS4 und PS5 Version. Weil es war absolut scheiße, es war absolut unübersichtlich. Das mit den Trophäen, da hätte ich mir ehrlich gesagt noch gewünscht, dass man vielleicht sagen kann, ich möchte das Design einfach nur wechseln. Dass man halt hier den Punkt Einstellungen noch drunter packt, unter diesen Sortierdings. Und dass man sagt, ich möchte Hochkant oder ich möchte halt von links nach rechts haben. Das wäre, aber okay, das Meckern auf hohem Niveau. Ja, aber auch Bibliothek, dass bei deiner Sammlung jetzt wenigstens mehrere angezeigt werden und du dich nicht dumm und dämlich suchst. Und dass euch auch angezeigt wird, ob du davon zwei Varianten oder nur eine Variante hast. Also das ist schon wirklich viel, viel, viel wert. 3D-Audio natürlich für ein TV, echt geil. Muss ich noch testen. Habe ich noch nicht getestet. Das werde ich jetzt testen die Tage. Und vor allen Dingen, dass jetzt endlich der Speicher erweiterbar ist. Und wie gesagt, ich denke eher, dass das so lange gedauert hat mit dem Speicher erweitern, dass das Problem ist, Sony hat eher gedacht, wir können den Speicher erweitern. Also einfach aus einem fast einem Terabyte, also 600 Watt, Gigabyte, mal ein Terabyte rein und dann hat man 1,5 Terabyte. Und dass das so nicht funktioniert hat, dass sie das jetzt über diese erweiterte Speicherfunktion machen müssen, weil damals, wo sie die PS5 entwickelt haben, gab es ja noch nicht keinen externen Speicher. Ja, also ich denke mal eher, dass das deswegen so lange gedauert hat. Jetzt kommen sie alle und machen Speicher. Es gibt schon einige. Und da wird es auch ein separates Video von mir geben, verspreche ich euch. So, es tut mir leid, dass das so lang war, wirklich. Aber ich wollte euch wirklich alles zeigen, was da jetzt neu dazugekommen ist. Und ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe euch alles gezeigt. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich sag bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.